Elmas Akaya kommt mit ihrer kleinen Tochter zum Beratungsgespräch bei den Babylotsen. Die kleine Asra kam vor 2,5 Jahren mit einem Klumpfuß zur Welt. Außerdem war das kleine Mädchen sehr schwach, musste mehrfach operiert werden. Die Mutter erinnert sich noch gut daran, wie hilflos sie sich damals fühlte. Nach dem Geburt, ich habe nur vielleicht 2 oder 3 Sekunden meine Tochter gesehen. Dann die Ärzte hat sofort genommen, weil alle gedacht, sie schafft nicht selber atmen. Aber doch, sie hat selber geschafft. Eine Krankenschwester erkannte die Notlage der Mutter und vermittelte eine Babylotsin, die sie noch im Krankenhaus besuchte. Ja, sie hat mir einmal meine Hand genommen, bisschen zieht und meine Augen geguckt. Frau Akaya, du bist nicht alleine. Ich helfe dir. Wir schaffen beide alles. Du bist starke Frau. Nur du bist jetzt ein bisschen traurig. Aber ich lasse dich nicht alleine. Ich helfe dir. Und die Lotsin hielt Wort. Bis heute hilft sie und hat gerade einen Platz in einem Förderkindergarten für die kleine Asra besorgt. Unsere Aufgabe ist wirklich zu lotsen. Das heißt, wir haben Kontakt zu Familien während Schwangerschaft oder rund um den Zeitpunkt der Geburt. Und wenn die Hilfe brauchen, dann lotsen wir sie zu dieser Hilfe hin. Das heißt, wir begleiten die Familie nicht selber über längere Zeit, sondern gucken, was brauchen die, was wünschen die sich. Und dann schauen wir, wer kann das leisten und wen können wir mit der Familie in Kontakt bringen. Seit 2004 gibt es in Hamburg Babylotsen, die in Geburtskliniken und Arztpraxen tätig sind. Sie stehen in engem Austausch mit den Krankenschwestern, wie hier im Marienkrankenhaus. Die Idee für diese unbürokratische Hilfe hatte Dr. Sievert damals am Kinderkrankenhaus Wilhelmstift. Immer dann, wenn bei den Gynäkologen, bei den Hebammen, bei den Pflegekräften auf der Wochenstation ein Unterstützungsbedarf sichtbar zu werden erscheint bei einer Familie, kommen die Babylotsen mit ins Spiel, werden zu der Familie geschickt sozusagen. Die Familien können sich aber auch alle selber bei uns melden. Das tun sie teilweise in den Geburtskliniken, aber auch immer häufiger bei uns in der Zentrale von irgendwoher aus Hamburg und Umgebung, weil sie von dem Angebot gehört haben. Am Marienkrankenhaus mag man auf die Hilfe der Babylotsen nicht mehr verzichten. Die Geburt ist ja ein sehr schönes Erlebnis, aber oftmals auch mit vielen Fragen verbunden. Insbesondere jetzt auch bei Risikoschwangerschaften. Frühgeburten brauchen die Eltern ja häufig Unterstützung. Und mit dem Babylotsen haben wir einfach ein super umfassendes Angebot. Ein Angebot, das Eltern in schwierigen Situationen einen Ausweg aufzeigen kann und so eine echte Hilfe ist. So wie bei Familie Akaya.